Und damit willkommen zu einem neuen Video der Frage. Heute mal zu den stärksten Machteinsätzen in Star Wars. Zumindest im Kanon, denn im Legends werde ich das wahrscheinlich auch nochmal thematisieren. Allerdings ist der Legends da deutlich, deutlich umfangreicher. Zudem übertreiben sie es im Legends auch gerne mal, weshalb ich da lieber ein eigenes Video mache. Heute geht's, wie gesagt, um den Kanon. Dabei werde ich allerdings Zweikämpfe bzw. allgemein Kämpfe unter Machtnutzern nicht dazu zählen. Beispielsweise Windu hat Sidious besiegt. Natürlich ist das eine unglaubliche Machtleistung, bedenke man, wer Sidious ist. Allerdings ist das hier nochmal etwas getrennt zu betrachten. Da kann ich vielleicht ein eigenes Video zu machen. Genauso Rituale, beispielsweise Sidious konnte in die Welt zwischen den Welten eingreifen, was beispielsweise auch sehr, sehr mächtig war und von Sidious Wissen und seiner Macht zeugt. Dennoch lasse ich das hier etwas außen vor. Meine Aufzählung entspricht doch der ungefähren Stärke dieser Ereignisse. Allerdings ist das nur die ungefähre Stärkeeinteilung, wobei wir mit weiterem Fortschritt im Video immer stärkeren Attacken begegnen werden, beziehungsweise immer stärkeren Machteinsätzen. Damit würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Zuerst mal Vader, dieser zerstörte mit einem einzigen Lichtschwertwurf einen AT-AT. Kylo Ren hat einen Gewitterblitz beschworen und konnte damit einen Jedi-Tempel in Brand setzen. Außerdem konnte auch ein Jedi-Tempel einstürzen lassen, was ich hierbei als sehr beeindruckend betrachten würde. Zudem muss man sagen, dass ich bei vielen Einsätzen der Macht hier meistens eine Person als Beispiel nehmen werde, von der wir dies auch gesehen haben. Sidious konnte lebensechte Illusionen erschaffen und Visionen aufzeigen. Damit konnte er sogar Kylo Ren täuschen und ihm eine Vision zeigen, ebenfalls sehr mächtig. Luke war nach Episode 5 dazu in der Lage, einen Sternzerstörer mit einem Machtschub zu erschüttern. Maul stellte sich ohne eine Waffe der 501. und zerstörte zudem die Antriebe des Venator-Sternzerstörers. Außerdem war Maul zu dem Zeitpunkt eigentlich auch geschwächt und das ist hier an der Stelle ziemlich unglaublich. Yoda konnte einen lebenden Berg mit der bloßen Macht aufhalten und diesen so gesehen zähmen. Aber ja, ein lebender Berg, etwas weird. Vader vernichtete eine gesamte Armee mit seinen bloßen Gedanken und hat zudem auch viele weitere Schlachten geschlagen und diese ohne große Schwierigkeiten überstanden. Kylo Ren hat ein Zillo-Beast getötet, dabei sprang er in das Maul des Zillo-Beasts und hat es von innen aufgeschlitzt. Allerdings hat er auch das stärkste Lichtschwert und wir wissen, dass das Zillo-Beast so ziemlich die stärkste Kreatur ist, die wir so kennen. Vader stellte sich auch schon wirklich mächtigen Kreaturen, genau wie Maul zum Beispiel auch. Aber ein Zillo-Beast zu besiegen, ist hier wirklich die Krönung des Ganzen. Vader hielt den ganzen Ozean von Mon Cala auf, dabei hielt er dem enormen Wasserdruck stand. Zudem konnte er auch die Inquisitor-Festung vor der Überflutung stoppen. Und das hier ist definitiv beeindruckender als man denkt. Viele denken auch, dass Kenobis Einsatz der Macht in der Serie genauso beeindruckend war. Allerdings hat er lediglich die Fensterscheibe stabilisiert und das Wasser nicht wirklich aufgehalten. Zudem war das eine Situation, wobei er wirklich gestruggelt hat und es war deutlich weniger Wasser und nicht um ihn herum. Außerdem war er nicht wirklich im Wasser selbst und war nicht wirklich dem Wasserdruck in der Form ausgesetzt. Vader bzw. damals noch Anakin rettete Ahsoka das Leben mit der Fähigkeit Force Drain bzw. dem Machtentzug und konnte die Lebensenergie der Tochter auf Ahsoka übertragen und diese somit retten. Das war zwar mit der Hilfe vom Nexus of Mortis, allerdings spielt das in der Liste hierbei keine Rolle. Nexus ist immer mit einbezogen. Vader hielt den Großinquisitor beiläufig am Leben und hat diesen an einen Tempel gebunden. Dieser konnte sogar noch Kämpfe austragen und kämpfte beispielsweise auch gegen Luke Skywalker. Diese Fähigkeit hielt Vader bis zu seinem Tod einfach so beiläufig aufrecht. Sidious dagegen beherrscht die Essenzübertragung wie auch andere, zum Beispiel Talzin,
Aber die Fähigkeit kennen wir vor allem durch Sidious. Dadurch kann man nach seinem Tod in einen neuen Körper wandern. Im besten Fall eine Art Klon, wie bei Sidious. Und somit wieder zum Leben erwachen. Plagueis konnte die Midichlorianer so verändern und manipulieren, dass sie Leben erschufen. So wirklich gesehen hat man das eigentlich nie, aber er kann es und dass es beeindruckend ist, wissen wir wohl. Und wohl noch deutlich beeindruckender als beispielsweise Machtheilung, wo viele der Meinung sind, dass es ähnlich beeindruckend sei, aber das ist es ganz sicher nicht. Und die Fähigkeit von Plagueis ist hierbei deutlich umfangreicher. Yoda und vor allem Luke konnten eine Lichtjahre entfernte Machtprojektion von sich erschaffen, wobei vor allem Luke sehr beeindruckend war und dieser konnte dabei sogar Kylo Ren täuschen und mehr oder weniger mit ihm kämpfen, wobei er anfangs nicht getroffen wurde und die Illusion ist hierbei auch lebensecht und kann hier sogar Machtnutzer täuschen, was hier definitiv sehr beeindruckend ist. Zudem vergessen viele, dass Kylo Ren immer noch ein Abkömmling der Skywalkers ist und zu dem Zeitpunkt auch sehr mächtig war. Vader überlebte einfach mal so die Zerstörung eines Planeten, auf dem er war, und schwebte dann einfach mal so im Weltall herum. Also wenn das nicht overpowered ist. Noch ein wenig overpowered, da finde ich allerdings die Tatsache, dass er einfach mal so die geballte Energie der Explosion des Sith-Tempels auf Malachor getankt hat. Einfach mal so getankt hat. Eine Explosion, die vor Jahren eine Armee von Jedi und Sith zerstörte. Dabei hat er nur leicht gehumpelt und Ahsoka musste hierbei von Ezra gerettet werden. Vader hielt ihm einfach mal so stand. Wie genau, ob mit einem Machtschild oder wie auch immer, wissen wir hierbei nicht. Allerdings hat er es geschafft und das hier ist mehr als unglaublich. Sidious konnte mit der Macht aller Sith eine gesamte Flotte lahmlegen und dabei Machtblitze zeigen, wie wir sie zuvor noch nie gesehen haben, und war mächtiger als jemals zuvor. Vader konnte einen planetaren Machtsturm erzeugen, der den Planeten beben ließ, als er versuchte, das Tor zur Dimension der Macht zu öffnen. Dieses konnte er, by the way, auch gewaltsam gegen den Willen der Macht selbst öffnen, die Dimension der Macht betreten und dort auch sein volles Potenzial nutzen. Dies hat er übrigens auch auf Mortis geschafft, wobei er den Sohn und die Tochter bändigen konnte und ähnlich mächtig war wie der Vater. Man muss ja sagen, sowohl Mustafa als auch Mortis sind ein Nexus, was einen nochmal verstärkt, wodurch sie natürlich noch mehr Kraft freisetzen konnten. Dennoch ist das hier mehr als unglaublich und das wären auch so die beeindruckendsten Taten, die wir so kennen. Und jetzt könnt ihr mir gern in die Kommentare schreiben, was ich noch in die Liste hätte mit reinnehmen können, was ihr am beeindruckendsten fand und ja, natürlich auch, ob ich etwas vergessen habe. Man muss sagen, viele Fähigkeiten sind hierbei relativ ähnlich, beispielsweise Maul kann einen sehr mächtigen Machtschub einsetzen und natürlich haben wir hier Obi-Wan, der sich zum Beispiel schneller bewegen kann, als das Auge sieht, oder Sidious, der einen sehr mächtigen Machtschrei beherrscht, genau wie Vader, der damit auch den gesamten Operationssaal vernichtete. Aber wie gesagt, ich habe mich hierbei nur für die Stärksten entschieden. Jetzt schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.